Himmelfahrt. Also in dem Spiel könnte man das ja schon so sehen, dass er ja im Prinzip im Wunderland in sich selbst drinne ist und damit ein Selbstkonflikt herrscht, weil ja das Wunderland auch kaputt ist und sich gegen ihre Reparaturversuche wehrt, sozusagen. Aber wie könnte man das dann für das Wunderland sehen, das ja heil ist, wo sie da durchgeht? Aber vielleicht ist er da ja. Vielleicht hat es auch einfach ein paar. Naja, doch. Am Anfang hat sie ja ein paar. So fast ein paar Pilze gegessen. Hä? Wie komme ich denn jetzt weiter? Also ist er wahrscheinlich auf einem mörderischen Trip. Muss ich etwa da lang? Ah, oh, wahrscheinlich. Ach, hier muss ich lang. Okay. Oh. Der hält aber viel aus. Und das sieht so ein bisschen nach. Naja. Ich hätte jetzt gesagt Gehirn oder Gedärmmasse aus, aber es sieht eigentlich nur nach Gedärm aus. Ekelig. Scheiße. Ach, von da. Finde ich nicht in Ordnung, was ihr hier macht. Habe ich den auch erwischen? Ja. So leider nicht. Schade. Jawohl. Ich gehe trotzdem mal hier runter und guck mal, was es hier so gibt. Oh, hat doch so einen richtig ekligen Ton. So, die sind weg. Oh, und runtergefallen. Ganz klasse. Naja, es könnte auch. Man könnte fast sagen, das ist das Innere von ihr. Oder von irgendwas ganz Ekligem. Aber es ist halt alles komisch, ne? Würde mich mal interessieren, was die sich dabei gedacht haben, die Entwickler. Oder Level-Designer oder wie auch immer. Wenn sie sich denn was dabei gedacht haben. Oh. Verdammt. Ich gehe mal hier den regulären Weg lang. Mal schön den Satz vervollständigen. Nein! Auch doch. Oh, guck mal hier. Hat man auch lange nicht mehr. Nein! Verdammt. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Aber ich bin da hier. Ne, ich bin gar nicht in Steam. Scheiße. Jetzt wollte ich einen Screenshot machen, dachte ich bin in Steam. Was ich nicht bin. Dann dachte ich, drückst du schnell einen anderen Knopf, aber der war es auch nicht. Oh, mit einem Schlag. Flatsch. Brutal. Brutal, meine ich. Oh, die schon wieder. Und das ist fast alle in der ganz Klasse. Ach, dann nehme ich den hier. Nee, scheiße, den wollte ich gar nicht. Den hier. Nein! Ich auch nicht. Den hier. Ach, die sind alle schon weg. Mann. Habe ich mich da jetzt selber erwischt? Tschüss. Was mich ein bisschen wundert, ich meine, es gibt ja inzwischen einen zweiten Teil. Der sieht ja auch echt schick aus. Warum da noch keiner so eine Art Remake gebastelt hat. Oh, der schon wieder, den mag ich nicht. Obwohl der eigentlich fast nichts macht. Ja, ich habe mich selbst erwischt, aber hier ist noch was zum Heilen. Also vom ersten mit so der Grafik vom zweiten.
Aber es könnte sein, dass die vielleicht von der Engine irgendwie, dass die nicht so gut dafür kompatibel ist. Aber es gibt ja genug andere Spiele, womit man das einfach nachbasteln kann. Oder Engines oder so. Ist ja eigentlich nur ein einfaches Jump'n'Run. Mit ein bisschen Geballer. Und ein paar Schalter umlegen. Eigentlich. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut mit aus, aber. Da es von anderen Spielen manchmal gute Nachbauten gibt. Und ich das gerne hätte, fände ich das, denke ich, könnte man das schon mal machen. Wo muss ich denn lang? Kann ich hier noch weiter nach oben? Tatsache. Bin zu früh ausgestiegen. Ach hier. Okay. Ach hier. Die hat man ja am Anfang schon gesehen, diese. Ich habe keine Ahnung. Tentakelwurm-Dinger. Auswüchse. Aber es wurde nicht so recht erklärt, was das ist, warum das ist. Und überhaupt. Großes Tor. Aber wir wollen da rein. Ich muss jetzt mal ganz kurz. Das könnte die Screenshot-Funktion gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Glaubst du, du bist so eine Art Jedi, dass du mit deinem Stab so rumfuchteln kannst? Boah. Erstmal muss der weg. Wow, dann bin ich fast weg. Einfach Tür zugemacht. Nee, schade, hat nicht gereicht. Nee, hier. Patz, erwischt. Ja, genau, das habe ich befürchtet, dass er mich... Wow, hier schießt noch jemand anders. Blauer. Ach, hier von der Ecke. Der lebt auch immer noch. Scheiße. Na. Ja, selber in die Luft sprengen fände ich gut. Zumindest in diesem Zusammenhang. Ne. Nein! Wenn er nur sich selbst mitnimmt und nicht mich noch. Der will aber auch einfach nicht. Das war's. Oh. Mhm. Oh, jetzt ist das schon klein geworden. Ist immer noch nicht kaputt. Der ist kaputt. Nee. Doch. Verdammt. Ich habe keine Mana mehr. Ich kann auch nicht zurück. Wie finde ich denn das? Und aber wenn ich hier hingehe. Wow. Der ist kaputt. Dann hole ich mir das. Schnell, schnell, schnell. Und damit mache ich dich kaputt. Hoffe ich, ja. Endlich. Pupp, kaputt. Ich meine, im... Hallo? Eine unsichtbare Wand. Wie finde ich denn das? Finde ich ja gar nicht schick. Konnte ich deswegen den nicht treffen? Aber ich habe ihn ja vorhin getroffen. Mal speichern, ich höre da nämlich schon wieder jemanden. Da.
Oh, dieses glitschige Geräusch, ey, voll ekelhaft. So, wo geht's hin? Nach oben. Schlosswache. Ich bin immer am Überlegen, ob ich nur in den Ladebildschirm reinquatsche oder nicht, ob er schnell vorbei ist oder nicht. Ich meine, dafür, dass es so ein altes Spiel ist und eigentlich ratzbatz geladen sein müsste, lässt sich das schon ganz schön Zeit. Na, jetzt, komm, husch. Jetzt sogar die Königin, meinen Zahn für die Königin. Wo ist diese elende Kreatur? Siehst du, ich habe jetzt überlegt, ich dachte, die Katze wird ja noch zertreten, aber das war ja der Hase, der schon zertreten wurde. Ich glaube, der Katze passiert in keiner Alice-Version was. Glaube ich. Oh, den hat sie zerlegt. Da wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht hin. Vielleicht gibt es ja einen Special-Bonus. Weil es das ja eigentlich die ganze Zeit nicht gab. Oha. Wenn die Königin diese Wachen am Anfang stationiert hätte, wäre ich gar nicht so weit gekommen. So, hier drüben ist bestimmt auch noch so einer. So ein Taugenichts. Ja. Oder ich muss später hierher. Die Türen sind ja alle zu irgendwie. Dann gehe ich wieder runter. Achso, komme ich jetzt runter? Ja. Geht. Da würde ich sagen, probieren wir doch mal Tür A. Beziehungsweise einzige Tür hier. Da sieht es noch ein bisschen aus wie Blut und hier. Ja. Ekelhaft. Fällt mir gar nichts zu ein. Sieht ein bisschen aus wie das Schloss bei. Bei den. Nee, nicht bei den Karten, beim Schachspiel. Na, ja, obwohl, nee. Sieht's nicht. Aber guck mal, hier haben wir den Hutmacher, den Jabberwocky und... Ach ja, einer von den Tweedledee-Düben. Düben. Mit D werden die Düben geschrieben. D-Ü. Na, da stafft's aber komisch. Da sehe ich schon einen Hebel. Ein Hebel. Oh, da hat das... tatsächlich überlebt. Nur wenige finden den Weg. Manche erkennen ihn nicht. Manche wollen das gar nicht. Aber das hat er doch schon so ganz am Anfang, in dem Anfangsdorf gesagt. Ich weiß gar nicht warum. Ist das ein... Ach so. Ich sehe wegen dem Spiegel. Ich wusste, dass mit dem Ding irgendwas ist. Dann gehe ich doch nochmal runter. Denn hier zeigt er mir eine blanke Wand an. Hier bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er mir das schon anzeigt. Das finde ich ganz coole Rätsel. Ja, doch, Rätsel. Ich meine, es ist jetzt kein umwerfend großes oder schwieriges Rätsel. Aber es ist eine coole Sache. Ich meine, es hätte man vielleicht ein bisschen schwieriger oder interessanter gestalten können. Statt hier diesen einen Hebel und das da unten. Okay, hat sich darauf gestellt. Aha. Aber ist ja... Oh, jetzt will ich mich nicht unbedingt nichts Falsches sagen. Hä? Weil es ja gar nicht Herz ist. Aber... Nee, Peak war das Schwarze.
dafür spiele ich zu wenig Karten. Hä, mache ich das jetzt damit auf? Eigentlich nicht, oder? Aber es ist doch das Einzige, was es angezeigt hat. Oder ist das dann für später? Was zeigt er mir hier? Karo. Aber... Nee, da hat er mir doch gar nichts... Ach so, ist das für die... Für die Türen oben? Nee, da waren auch nur Herzen. Ich kapier's nicht. Ich dreh mal nochmal dran. Mal sehen, was dabei rauskommt. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt dreht er sich wieder auf die Ausgangsposition zurück. Aber da hat er mir doch nichts angezeigt. Doch, jetzt. Das Peak. Aber das nützt mir gar nichts. Hä? Ich brauch doch Herz. Oder nicht? Ich brauche Herz. Dann drücke ich halt nochmal. Obwohl, das war ja ein umgedrehtes Herz so fast. Oder? Könnte man das so sehen? Nee, gut, das verändert sich nicht. Also dann drehe ich noch zweimal, würde ich sagen. Oder? Ich gehe nochmal hier lang. Ich habe gerade keinen Plan. Vielleicht habe ich ja oben was übersehen. Nee, das ist... Ach. Oh, okay. Ja, ich habe was übersehen. Das ist Peak, das ist auch Peak. Ach so. Was habe ich denn jetzt eigentlich? Das hier, ne? Nee, muss ich etwa alle drei machen? Boom. Ja, okay. Oh. Jetzt habe ich es mir nicht gemerkt. Hä? Jetzt muss ich mir auch noch Sachen merken. Das gibt's ja wohl nicht. Okay. Na, wir haben hier Blatt, glaube ich, und den Twiddly. Oder dumm, ich weiß nicht. Einer von beiden. Boah, das haut aber auch schon ganz schön rein. So, den dicken. Ich hoffe mal, dass das so funktioniert. Das wird man gleich sehen. Ich könnte natürlich dann auch jedes Mal neu laden und alle drei Sachen ausprobieren. Ist natürlich dann jetzt... Achso, doch, hier lang. Nee. Hä? Hatten wir den das nicht aber gerade? Siehst du, schon vergessen. Hä? Oder bin ich hier fertig? Okay. Dann bin ich wahrscheinlich fertig. Muss zum nächsten. Mhm. Ja, aber so mit dieser Schnellspeichern und Schnellladen oder überhaupt Speichern- und Ladenfunktion ist jetzt so ein bisschen mit den neueren Spielen, die meistens ein Autosave haben, nervt mich, weil ich immer gerne speichere. Gerade bei Online-Spielen, die ich auch gerne spiele, geht's halt nicht und... Viele Spiele sind ja jetzt auch mit, naja, mit tiefgründigen Entscheidungen und da ich mich immer nicht entscheiden kann, speichere ich gerne immer vorher, ups, um das Richtige dann auszuwählen. Aber viele, also ich hatte mal Heavy Rain gespielt, da geht's halt einfach weiter, das fand ich voll doof. Da dachte ich mir, nein, du hast was falsch gemacht, neu laden. Aber nö, geht halt einfach weiter dann. So, hier haben wir Karo und Jabberwocky. M
Mal gucken. Was diesmal aus. Nee, ich behalte den mal noch. Komisch, dass uns der ja gar nicht auch mit so einem Strahl angegriffen hat. Ich meine, der hatte ja noch ein Auge. Wir haben ihm das andere ja geklaut, um diesen Stab zu basteln. So. Ich speichere nochmal. Jetzt sind nämlich auch wieder die drei, aber der hier. Ha! Diesmal war es richtig. Und jetzt darf ich wieder zurücklatschen. Oh ja, Spinnen. Also, ja doch, Spinnen. Spinne. Ah, bei dem anderen kamen dann Gegner, die uns umhauen wollten. Zwar als Bestrafung, weil wir uns den Shit nicht gemerkt haben. Ach, shit. Na toll, jetzt sind trotzdem Gegner da. Nur, dass wir den ganzen blöden Weg zurücklatschen mussten. Finde ich ein bisschen unfair. Aber so können wir uns da wieder aufladen. Also ist es gar nicht so schlecht. Wenn der jetzt mal noch hier wollen würde und ich will. Mister. So, das letzte. Aber dann haben wir doch eigentlich das eine gar nicht richtig fertig gemacht. Okay, hier ist keiner. Ach so, das ist jetzt weg. Hä, dann ist dann das... Okay. Nochmal gucken. Aber mit dem habe ich doch angefangen eigentlich. Nee, habe ich nicht. Das müsste Peak sein und der Hutmacher. Vielleicht muss ich das ja dann auch trotzdem nochmal machen. Schon leicht eklig hier. Aber ein bisschen schade eigentlich, dass die Geschichte so hier, naja, nicht nachlässt, aber so wenig hier eigentlich ist, so wenig erzählt wird. Im Anfangsdorf, da wurde ja doch recht viel erzählt, da waren auch recht viele Leute und hier läuft man dann einfach nur stumm rum. So, da gibt es wieder ein Messer ins Gemälde. Jetzt sind es wieder alle drei, aber es ist der hier. Zack. Erwischt. Na, mal gucken. Ich denke ja, dass ich das andere auch noch machen muss. Ich weiß ja nicht, warum er es vorhin nicht genommen hat. Na ja, klar. Aber, ja. Der lebt da immer noch. Finde ich nicht in Ordnung. Und das ging aber immer völlig vorbei. Ich finde die Musik so schräg. Aber schon cool. Da gibt es ein paar richtig schöne Lieder. Also hier Tea Party oder so. Also ich glaube, das Lied heißt Tea Party with a Jabberwocky oder so. Das ist richtig schön. Das kann man so zum Entspannen sich mal anhören. Sozusagen. So, ich bin mal gespannt. Vorher teste ich hier aber mal die Tür. Ne, geht noch nicht auf. Dann müssen wir das jetzt noch machen. Also der Dicke. Oh. Und das Blatt. Im französischen Blatt müsste das eigentlich Shell sein. Nee, Eiche. Ach, was weiß ich. Ich hoffe, das geht jetzt. Jetzt muss ich das nochmal von vorne laden. Genau, hier muss ich hin. Aha. Okay, dann muss ich das wahrscheinlich vorhin einfach nur nochmal drehen dann. So, der Dicke da. Oh, jetzt war ich... Als ich es geworfen habe, war ich kurz am Zweifeln, ob es stimmt. Yay, yeah, wir haben eine Tür offen und stehen vor der nächsten verschlossenen Tür.
Nein, nicht wieder hoch. Oh, wir haben mal nichts abgezogen bekommen. Hat der Arsch uns echt noch erwischt? Aber ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum viele Let's Player das so leise machen. Teilweise. Ich meine, zum einen, dass man ihn halt versteht, aber zum anderen, wahrscheinlich, weil dann YouTube immer rummeckert, so von wegen Urheberrecht und so. So, wie sieht das jetzt aus? Oh, da höre ich ein Herz schlagen.